Und heute machen wir im Arbeitsheft nochmal Wiederholung, aber nicht Wiederholung von Milliliter, Liter, auch nicht Wiederholung von Kilometer, Metern und Zentimeter, sondern von allem, was wir davor gelernt haben. Und zwar im Arbeitsheft auf der Seite 37 gibt es da Wiederholung zu Plusaufgaben. Du erinnerst dich, wir haben Plus gemacht mit Einern, mit Zehnern, mit Hundertern und mit Tausendern. Dann gibt es Wiederholung zum schriftlichen Plusrechnen und es gibt Wiederholung zu den Multiplikationspyramiden. Hier oben musst du diese Aufgaben rechnen. Du musst entweder im Kopf rechnen oder, wenn du Hilfe brauchst, kannst du hier unten auch diese Quadrate benutzen und kannst hier rechnen. Ja, zum Beispiel bei der ersten Aufgabe, hier hast du, na, da brauchst du keine Hilfe, das kannst du im Kopf rechnen. Ja, du hast hier hinten immer die kleinen grünen Zahlen. Was ist das? Schau hierher, das ist Q. Die kleine grüne Zahl ist das... ist die Quersumme, nicht das, ist die Quersumme. Das heißt, wenn du dein Ergebnis hast, bitte schau, wie ist die Quersumme von deiner Zahl und ist die richtig. Manche Kinder korrigieren nicht mit der Quersumme. Und bitte, hier korrigierst du, das korrigiere nicht ich. Das hat eine Selbstkontrolle, eine Autokontrolle. Ja, Selbstkontrolle, nicht Lehrerkontrolle. Hier brauchst du nicht meine Kontrolle, das kannst du alleine kontrollieren. Mit der Quersumme. Zum Beispiel bei der ersten, ich mache mal die erste hier hin, 5751 plus 7 ist gleich, ja, das ist wirklich nicht kompliziert, 5758. Was ist die Quersumme von meinem Ergebnis, von meinem Resultat? 5 plus 7 ist 12, plus 5 ist 17, plus 8 ist 25. Ich habe hier eine kleine, ups, wo ist die Kamera? Ich habe hier eine kleine grüne 25, das heißt, mein Ergebnis ist richtig. Ich kontrolliere. So, das gleiche machst du mit den restlichen Aufgaben. Bei der Nummer 2 bist du Lehrer. Da hat schon ein Kind gerechnet, aber das Kind hat manchmal richtig gerechnet und manchmal falsch. Deine Aufgabe ist es zu kontrollieren, zum Beispiel hier. Ist schon kontrolliert, dieses Ergebnis ist richtig. Hier hat schon jemand kontrolliert und hat gesagt, nein, das Ergebnis ist nicht richtig. Tschick, jetzt musst du nochmal rechnen und das richtige Ergebnis hier unten hinschreiben. Kontrolliere bitte alle Plusaufgaben. Wenn es richtig ist, mach einen Check. Wenn es nicht richtig ist, streich das komplette Ergebnis durch und schreibe darunter das richtige Ergebnis. Bei der Nummer 3 gibt es Multiplikationspyramiden. Du siehst, hier hast du hier unten schon drei Zahlen. Du musst multiplizieren, multiplizieren bis hier oben. Hier musst du dir überlegen, was mal das ist das. Ja, hier wird es ein bisschen komplizierter. Probier es mal. Die letzte Nummer musst du nicht machen, weil das haben wir nicht gelernt. Und dann kannst du es auch nicht wiederholen. So. Dann ist heute schon Freitag und das letzte Mal Mathematik und wir sehen uns dann nächste Woche.